Oh, shoot. Nein, ich you know, mag mein Make-up heute. There comes a moment in life when you just feel trapped. Ja. Fühle ich gerade ein bisschen. Sehr. Mhm. Ja. I feel it. Yeah, yeah. Und da könnte man dann ja auch mal Dinge tun, ne? And when it seems that there's nowhere to go, you'll take any way out. Oh, ich kann aber nur geradeaus. Okay. Ja, das ist doch schön. What is happening in this house? Why am I returning to it? You probably thought a lot about it. Or maybe the opposite. You tried not to think about it at all. Bild. Oh Gott. Der rennt schon wieder nicht. Der rennt schon wieder nicht. Oh Gott. Oh. Oh. Oh mein. Was? Oh. Calm down. You've already killed them. Keep going. I've prepared a small surprise just for you. Ist ein Stanley Parabling. Ich hab nie gespielt, aber ich weiß, was es ist. Ne? So ein bisschen? Nur in Horror? Oh. Er speichert? Er gespeichert? Hä, aber das ist doch die Garage vom Anfang! You haven't been here for a long time, haven't you? Ja. Every new job began with this car. What were you thinking when you went to that house? Was it, I'm doing this for my family? Or... this is the last one for sure. Well, you were right about that. Mm-hmm. Well, for their sake. Your favorite thought, huh? Mm-hmm. They never asked you for this, but you were so sure that you stole only because of them. And adrenaline rush has nothing to do with it. There's only one thing you need to do before you leave. Let's check how well you remember things. Open the fuse box and cut the blue wire. Jetzt ist doch die Frage, weiß oder blau? Rote Farbe, ja, auf jeden Fall rote Farbe, klar. Weiß oder blau? Soll ich das machen, was er mir sagt? Oder soll ich halt einfach genau das Gegenteil tun? Mist, das ist gerade 50-50 im Chat, das ist schwierig. Chat ist sich extrem uneins. Scheiße. Ich kann ja auch nicht raus, ich muss halt da was machen. Okay. Ene, mene, mo, pell. Wer frisst Popel? Eine Mark und 80, süß und saftig. Eine Mark und 10 und du musst gehen.
Ich weiß, Mist, wie war das denn nochmal? Muss dann derjenige. Scheiße, wer war das denn nochmal? Der Blaue muss gehen. Achso, ja, doch, warte mal, der Blaue muss gehen. Ach, Scheiße, ich weiß nicht, was ich machen soll. Das war. Die Popel haben es entschieden. It was the easiest thing ever. You only had to cut the blue wire. Ja, hab ich doch gemacht. Ist doch toll. Das erste Spielzeug für seinen Sohn. Do you really want to return to your family? Well, maybe you'll find a normal job. 8 hours a day, 6 days a week. You'll be reliable, consistent, boring. No. You've always thought that you were too good for a regular job. I understand. You want to stay with your family. If you decide to abandon the job, I can't stop you. Just leave the earpiece and go. You won't hear about me anymore. Wir wissen alle, dass das nicht so sein wird. Wir wissen das alle. Sorry, I was joking. It looks like this house has changed. Now it's mine. What kind of place is it? Have you died or just went crazy in prison? Well, that isn't important. In any case, now you're with me. It couldn't be your fault, right? You can't be wrong. The blue wire wasn't here in the first place. Or maybe you had a partner who gave you the wrong instructions. It couldn't be your fault. You are a good person after all. This just can't be true. Police informed that the suspect in the arson of the home in East London has been detained. It turned out to be a 23-year-old native of London by the name of... The attempted robbery has ended in tragedy when the failed thief tried to turn off the alarm and caused a fire. The resulting fire led to the death of a family of three. Married couple and a child were burnt alive due to the selfish actions of the detainee. The suspect claims that he is not guilty, since he didn't know about the presence of the people in the home. After all, it's never his fault, is it? It's amazing what only a few sparks are capable of. Don't be afraid. It wasn't really your fault. After all, who knows who these people were? Killers, abusers, monsters. Come on, come up with another reason why they should have died. You did it so well before. Ooh. Pan, sowas tötet Menschen, ja. Wir waren's. Wir haben das alles gemacht. Wir haben die... Let me give you a hint. Who is to blame? What are you imagining in your stories? The husband is guilty in the death of his wife. The wife killed her child. And the child is... I don't know. He was a monster and killed both of them. Let's see if it fits. I want
to look at the person who killed me. Ich will die Person ansehen, die mich getötet hat. Da müssen die alle wahrscheinlich mich ansehen, ne? Die müssen alle mich ansehen. Und ich muss mich in die Mitte stellen. I didn't expect this to happen. I didn't think we had to say goodbye, but farewell. Hat die Mutter nicht das Kind getötet? Wir haben wahrscheinlich irgendwelche Ausreden gefunden. It's a pity that acceptance cannot fix the past. You know you killed them, and you will remember this. No matter what you will imagine next, we will be together. Price of a Mistake ist hier gerade meine Errungenschaft, die ich freigeschaltet habe. Boah, was für ein krasses Spiel. Holy shit. Was ist hier los? Was für ein krasses Spiel. Huch, achso. Okay. Ha. Was kommt jetzt? Wer hat was von 2 Stunden gesagt? Nein, bleib weg, Typ, bitte, ja. Oh, jetzt hat er gar nichts mehr. Oh, die Kristalle. This demon thing wasn't too much. Was it a good ending? There is no time. I need to leave it as it is. Since... When did I start talking to myself? I can't take it anymore. I need to get distracted. Wir spielen jetzt 1,5 Stunden? Das fühlt sich an, als würde ich 2 Tage schon spielen. Lately, I can't get my childhood out of my head. I don't know why. I always knew who I would be when I grew up. My father took care of this. Director of the factory. Very powerful person. He had big plans, and some of them were on me. But first, I had some daily schedule to do. You must wake up at 5, then homework, then school, and in the evening, the real work. Oh Gott, ich kenne den Raum. Oh, scheiße. Das ist Ashleys Zimmer von Hausparty. Alter, steht's auch im Chat. Ja, hier habe ich auf jeden Fall einige Erinnerungen damals sammeln können. Deswegen ist das jetzt gerade in dem Moment nicht gruselig, sondern sehr aufreizend. Okay, ja, Wieder wohl, ist das wohl das ganze Haus dann auch? Ich habe keine Taschenlampe. Ja, Ashley, wo ist denn hier deine Kobra, hä? Da oben ist, ja, gut. Da oben müsste regulär was Pinkes. Ja. Oh, ja. Every day was a preparation for the future. I had goals. At age 14, a junior assistant in the sorting floor. At 15, a senior assistant. Head of the floor at 24. Replacement for my father at 31. There is no time for doubts. I would do everything for him. Every day. I hated it. I had no one to talk to. I had no idea how. Nowhere to go, and because of that, again and again. Die Albtraum-Version von Hausparty, ja. Ist doch ein bisschen wie Hausparty hier.
But I found a way out. D plus C. At first, it didn't work out very well. Stupid stories. It's too embarrassing to even think about them. But they gave me the distraction then. Das Bild ist aus Hausflipper. Oh. Ja, sind Assets halt, ne? Aber das Spiel ist ja trotzdem sehr geil, einfach. Letter from the publisher. An opportunity to leave. And at 18, on my birthday, I decided to do it. Oh, okay. Eine seiner Geschichten wurde. Das ist noch ein bisschen kleiner jetzt hier, oder? Father was furious. He locked me up. He used his educational methods stronger than usual. But it's all in the past. I was able to leave, and that's what really matters. I left all this behind. I found a special girl. That's what's important. We have a wonderful baby. And we lived happily ever after. Until. Verkleinerte Version hier anscheinend von allem. Ich frage immer noch, was passiert wäre, wenn ich über die Brüstung gesprungen wäre und so. Errungenschaften wahrscheinlich. Until. Only after this, California, Oliver's conditions, maybe. Warte, ich guck mal kurz, ne? Okay, London Hospital, lieber Mr. und Mrs. Smith, es tut mir leid, aber ich muss Sie informieren, dass Olivers Gesundheitszustand wirklich schlimmer wird. Und es geht darum, dass er Herzprobleme hat und dass sie doch, ich denke mal, es geht um den Sohn, ne? Und dass sie ja versuchen, eine Operation zu umgehen, aber die müssen auf jeden Fall jetzt anfangen mit der Behandlung vom Sohn. Ja. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig übersetzt. We tried as best we could. Ah, teuer. It's all for nothing. Bills for treatment grew every month. My novel started to get rejected, and in time our money ran out. I got a second job, then started another one. That wasn't enough. But we had a chance. Krankenhausrechnung, das ist einfach so das Schlimmste überhaupt, ey. Okay. Wenn du dann einfach das Geld dafür nicht mehr hast, sind überall die Geschichten von ihm. Ja, mehr Geschichten, ja. Krass. Sehr viele Geschichten. Sehr, sehr viele Geschichten. Rechnungen. Hier sind jetzt Rechnungen. Entschuldigung. Ich bin so doof. Was? Aber gerade waren es doch. Doch, es waren Rechnungen. Oh, ich bin so doof. Entschuldigung. Rechnungen. Geschichten. Is he all right? The doctor says that he's stable. Good. Have you taken a nap yet? I didn't have time. The operation just ended. How are you? Work. The part with the maniac is ready. I will write it in time. Can we get another loan? We are already in debt. They won't give us any more. I just need to finish it and...
You can call your father. Nadine, you know we shouldn't do that. I've already spoken to him. He has plans for me, and now he has plans for Oliver. He will break him. He is a monster. Aiden, I don't care who he is. I don't care even if he has horns in his tail. We're talking about our son right now. Listen, if he gives us money, then we won't be able to leave him. Never. No, I will sell the book, and we will solve everything. Aiden, your last work is still in your desk, along with the previous one. How do you know that they'll buy this book? This is all that I have. I promise you, this is my best work. I just need to finish it and everything will be okay. Do you believe me? 1 month, Aiden. Then we'll call your father. I can handle it. I promise. Just say that you believe me and I will do everything. 1 month. Entschuldigung. Schminke oder eine Maske? Schminke! Schminke! Oh Gott, und jetzt unter Druck eine Geschichte schreiben? Beste Idee ever. Aiden, are you okay? We need to talk. No, no, no. I just need to proofread this thing. A bit more time. Maybe I just need a little more time. The ending is done. I just need to polish it and Oliver will have his operation. He will be free. Nadine will never understand me. We'll have to break up, but is it worth it? No, no, no. I just need to proofread this thing. A bit more time, maybe a week, or I'm sorry. I get it, Aiden. I really do. Finish your book. I hope you'll be okay. Clues, Errungenschaft freigeschaltet. Last page, Errungenschaft freigeschaltet. Faktorfreak, vielen, vielen Dank. Kann ich das nochmal machen? Wurde alles mit so vielen Assets und Free Sound und sowas alles gemacht. Wie krass ist das denn? Dafür haben die, damit haben die halt so ein Spiel irgendwie auf die Beine gestellt. Krass. Also ja, ich habe da jetzt wohl, stand schon im Chat eine Entscheidung getroffen, ohne es wirklich zu merken. Aber ich dachte, wenn ich auf die Tür klicke, dann wird die Frau halt sofort zu dem Vater gehen. Mist. Ich will jetzt aber nochmal... Mann, das sind jetzt einfach nur die ganzen Free-Dinger, die sie benutzt haben, wo sie jetzt die Credits geben müssen, wahrscheinlich. Krass. Sehr, sehr krass. Open Good Impact with Rettel. Heftig. Ist echt gut, das Spiel. Also, wenn ihr die Entwickler unterstützen möchtet, House on the Hill und vielen Dank wieder einmal nochmal an den Kapuzenwurm, der mir das nämlich empfohlen hat. Wie viele Invicta? Ohne Scheiß, waren das jetzt irgendwie zwei? Das Ende war der Grund, wieso er angefangen hat zu klauen, oder?
Ja, ich denke, es ging. Wir waren die ganze Zeit quasi die Stimme und er hat sich so ein bisschen ja, so seine eigene Hölle geschaffen, kann man das so sagen? So in diesem Endlos-Ding? Das quasi, wir waren quasi das, was in seinem Kopf vorgeht und damit die ganze Schuldgefühle und sowas alles. Müssen wir erstmal verdauen, ey. Oh, da steht ein Ja. Da steht auch ein Ja. Juhu. Wir waren also die ganze Zeit eigentlich er. Ja, wir waren selber die Stimme. Okay, krass. Eieieiei. So, mal gucken, ob noch was kommt und mal gucken, ob ich vielleicht doch nochmal die Endszene mit einer anderen Entscheidung treffen darf. Die gesamte Story war sein Buch. Ja, Putziloben. Die Synchro war wirklich, wirklich gut. Die Synchro war richtig gut, aber auch die Soundeffekte und so, als er dann so die dämonische Stimme bekam und so, das war echt gut. Bin sonst nicht so empfindlich für Jumpscares, stehen noch im Chat, aber das Spiel hat mich wirklich fertig gemacht. Ja, das hat mich auch tatsächlich sehr aufgekriegt. Manchmal, wenn man es erwartet hat, ist gar nichts passiert. Voll gemein. Huch! Da bin ich wieder. Ich gehe mal auf Continue direkt. Mal gucken, was passiert denn jetzt? Huch! Einfach mal gucken. Ah, wir können uns nochmal das andere Ende angucken. Also soll ich jetzt mal direkt zur Tür? Aiden, are you okay? We need to talk. No, no, no. I just need to proofread this thing. A bit more time, maybe a week, or... I will leave it all behind. I can work with my father. We can come up with something together. But if only I had a couple more days. No, no, no. I just need to proofread this thing. Mm-hmm. A bit more time, maybe... No, that does not matter. Hello, Nadine. Family Matter. Errungenschaft freigeschaltet. Ja, okay. Okay, das wäre dann das andere Ende. Gut, House on the Hill, wie gesagt, ne? Ja, das wow. Ja, das war jetzt, das Ende hat mich natürlich noch mehr geflasht als das andere. Aber, ganz im Ernst, das Spiel war richtig, richtig gut. Das Spiel war richtig gut. Also hätte ich nicht gedacht. Du spielst das Spiel am Anfang und denkst dir so... Ja, ist ganz cool. Und dann auf einmal so... Hä? Und dann so... Hä? Hä? Also, sehr, sehr cool gemacht. Auf YouTube, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns bei einem nächsten Horrorspiel wieder. Bye, bye. Ohne Schwingkit, glaube ich. Ich weiß nicht, was ich heute noch spiele. Bye.